Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir testen heute gemeinsam ein neues Spiel aus. Und zwar eins, was ich entdeckt habe und was mich wirklich sofort in seinen Bann gezogen hat, weil es so, so spannend aussieht. Es ist ein asiatisches Spiel und nennt sich The Exit 8. Es ist winzig klein, also ihr werdet gleich sehen, sozusagen die Area, in der man spielt, sieht einfach immer gleich aus. Es ist so ein bisschen psychomäßig, also nicht gruselig, aber so ein bisschen psychomäßig. Es geht nämlich darum, Anomalien zu erkennen, also quasi Dinge, die sich zum vorherigen Mal irgendwie in irgendeiner Art und Weise verändert haben. Ich muss auch sagen, ich habe gerade gesagt, es ist kein Gruselspiel. Es gibt aber mal ein paar kleine Schreckmomente, das werdet ihr gleich im Video sehen. Mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und jetzt ganz viel Spaß beim Video. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel so ist, dass jetzt erstmal alles normal ist und wir uns jetzt alles einmal ganz genau anschauen können. Und sobald wir dann einmal weitergelaufen sind, glaube ich, müssen wir eine Anomalie entdecken. Zumindest würde das für mich irgendwie Sinn ergeben. Also, wir müssen auf alles in irgendeiner Art und Weise achten. Auf irgendwelche Schilder, auf Decken, Lampen, Worte, Plakate hier. Hier oben haben wir zwei so Abzugsdinger. Wir haben hier eine Tür, wo was auf Japanisch draufsteht. Wir haben nochmal zwei Türen. Hier leuchtet das Licht mit drei Zeichen. Ja, das ist es, was wir uns quasi merken müssen. Also, Exit 0. Ich glaube, jetzt geht's los. Und jetzt müssen wir auf alles achten, Chat, okay? Ihr müsst mit drauf achten. Ich finde es immer sehr gruselig, dass uns dieser Typ entgegenkommt, um ehrlich zu sein. Das finde ich irgendwie... Ich habe irgendwie immer Angst, dass der mich auf einmal anschreit oder so. Also, No Smoking haben wir schon mal. Oben steht Exit 8. Wir haben hier drüben unsere Plakate. Er kommt hier auf uns zugelaufen. So, Plakat. Wir haben zwei Abzugsschächte. Wir haben eine Tür mit japanischen Symbolen drauf. Waren hier vorhin auch zwei Türen? Ja, ne? Zwei Türen. Das Licht in der Mitte leuchtet. Findest Das sieht erstmal alles normal aus. Ich würde jetzt weitergehen. Und jetzt sehen wir gleich, ob das richtig war. Okay, es war falsch. Sonst würde da jetzt nämlich Exit 1 stehen. Es war einfach falsch. Irgendwas haben wir verkackt. Okay, da oben ist eine Sicherheitskamera. So, da kommt wieder der Mann auf uns zugelaufen. Exit 8, no smoking. Ich habe wirklich Angst vor dem, ne? Ich finde den so gruselig. Okay, das sah erstmal normal aus, wie ich finde. Also, zwei Abzugsschächte, Exit 8. Fehlt ein Lüftungskasten? Nee, sind da nicht nur zwei? Da sind doch zwei, oder war noch irgendwo einer? War hier noch irgendwo einer? So, wir haben zwei Türen, das Licht leuchtet, japanische Symbole. Wir müssen, glaube ich, auf diese Kästen hier in der Decke. An der Decke? Shit, hierauf hätte ich noch achten müssen, auf diese Kästen. Wir haben hier einen, da einen und da einen. Drei solche Kästen an der Decke. Hier hängen die Plakate. Das sieht für mich halt erstmal alles normal aus. Ich sehe schon wieder nicht, dass ich was verändert haben soll. Ich gehe wieder weiter. Habt ihr es gesehen? Weil ich habe es nicht gesehen. Scheiße, ich dachte eigentlich, ich bin gut in sowas. Nochmal. Da haben wir eine Sicherheitskamera. Hat vielleicht eine Lampe gefehlt? Lol, ist das gruselig. Also jetzt sehe ich es das erste Mal. Weil guckt mal, da hinten ist das an der Wand so... das sieht richtig gruselig aus. Das sieht richtig gruselig aus. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich dachte, das ist nicht gruselig, das Spiel. Ach, du heilige Maria. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, also Moment. Zwei Lüftungsschächte. Drei Türen. Da sind Symbole drauf. Wir haben da vorne die Sicherheitskamera. Wir haben eins, zwei, drei von diesen Kästen. Da oben ist eine Sicherheitskamera. Ich glaube, die ist aber immer da, ne? Wir haben drei Kästen und drei Sicherheitskameras. Das sieht für mich auch schon wieder alles normal aus. Wie viele Plakate? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Plakate plus dieses Security-Kamera-Ding. Ich gehe weiter. Ich habe schon wieder verkackt, Leute. Ey, das kann nicht sein. Also, Leute, wir haben es noch nicht einmal auf Exit 1 geschafft. Und ich habe vorhin gesagt, so, das Spiel kann man theoretisch in 10 Minuten durchspielen. Super, Sophie. Du offensichtlich nicht. Okay, also, wir haben hier oben eine Kamera. Wir haben insgesamt drei Kameras und wir haben insgesamt drei von diesen Panels an den Decken. Wir haben No Smoking. So, er kommt auf uns zugelaufen. Wir gucken kurz, ob mit ihm alles normal ist. Aber er sieht für mich absolut so aus, wie er immer aussieht. Erstmal normal, würde ich sagen. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plakate. Wir haben drei Türen mit
japanischen Symbolen drauf. Wir haben zwei Abzugsschächte. Wir haben hier oben Exit 8 stehen. Wir haben Concurs stehen. Es sieht Retalk für mich schon wieder alles normal aus. Das kann doch nicht sein, Leute. Waren die hier auch auf zwei unterschiedlichen Höhen, diese Griffe? Es sieht für mich schon wieder alles normal aus, Chat. Ich gehe wieder weiter. Es war richtig. Let's go, Chat. Let's go, let's go, let's go. Okay, Exit 1. Auf geht's. War dieser Kasten da auch schon immer da? Shit. Also, wir haben eine Sicherheitskamera. Wir haben die zweite und die dritte Sicherheitskamera. Wir haben drei von diesen Paneelen. No smoking. Da oben steht Exit 8. Wir haben 6 Plakate an der Wand. Er kommt auf uns zugelaufen. Sieht auch erstmal wieder absolut normal aus. Da oben sind 2 Lüftungsschächte. Wir haben 3 Türen. Da steht Concurs. Ich sehe schon wieder nichts. Ey, es sieht für mich schon wieder alles gut. Ich gehe wieder weiter. Ja, war richtig. Let's go. Nummer 2, Leute. Es geht weiter. Also, da ist eine Kamera, da ist ein Panel, da ist eine Kamera. Wir haben 1, 2, 3 Kameras. Wir haben 1, 2, 3 von diesen Deckenpanelen. Wir haben No Smoking. Da oben steht Exit 8. Wir haben auch wieder 6 Plakate, die alle gewohnt aussehen. So, er sieht normal aus. Alles normal an ihm, würde ich sagen. Wir haben 2 Lüftungsschächte, 3 Türen. Oh! Die Augen bewegen sich. Okay, die Augen bewegen sich. Okay, wir haben was gefunden, was also nicht normal ist. Und das bedeutet, wir müssen zurück. Warum steht der hier? Das war richtig, Leute. Exit 3. Also, weiter geht's. Weiter geht's. Okay. Sicherheitskamera. 2, 3 Sicherheitskameras. 3 Deckenpaneele. Wir haben No Smoking. Wir haben Exit 8. Wir haben 6 Plakate an der Wand. Er kommt auf uns zu. Sieht wieder komplett normal aus. So, wir haben 2 von diesen Lüftungsschächten. Wir haben 3 Türen mit Zeichen drauf. Run, Bull, run! Aber warum jetzt Exit 1? Als ob das... Hä? Das war doch jetzt aber richtig. Das war ja wohl eine Anomalie. Ich bin zurückgelaufen. Das muss doch richtig gewesen sein. Warum bin ich wieder bei Exit 1? Ich darf nicht davonlaufen, aber ich hätte ja zurückgemusst. Das ist ja gemein. Gut, also, Sicherheitskamera, 2, 3. Wir haben 3 Sicherheitskameras. Wir haben 3 Paneele an der Decke. Wir haben ein No-Smoking-Schild. Wir haben Exit 8 und wir haben 6 Plakate an der Wand. Er kommt wieder auf uns zugelaufen und sieht normal aus. Ich habe so Angst davor, dass er mir hier irgendwann ins Gesicht springt, wenn er an mir vorbeiläuft, ne? Ganz schlimm. So, wir haben 2 Lüftungsschächte, 3 Türen. Oh, ich habe richtig Angst, weiterzugehen. Concurs. Das Licht leuchtet. Da sind Sticker. Es sieht für mich wieder alles normal aus. Ich gehe weiter. 2. Okay, richtig. Weiter geht's. Wir haben hier eine Kamera. 2. Kamera. 3. Kamera. Wir haben 3 von diesen Wandpaneelen. Da steht Exit 8. Wir haben No Smoking. Und wir haben 6 Plakate an der Wand. Er kommt auf uns zugelaufen und sieht normal aus. So, wir haben 2 Lüftungsschächte. Wir haben 3 Türen. Das Licht leuchtet. Griffe, Zeichen. Bewegen sich die Augen? Augen bewegen sich nicht. Sieht für mich schon wieder alles gut aus. Ich bin mir echt unsicher, ob ich mir die einzelnen Details von den Plakaten merken muss. Das wäre halt crazy, ne? Wenn dann hier irgendwie zum Beispiel die Buchstaben oben auf einmal anders sind oder so. Aber es sieht erstmal alles gut aus. Ich gehe weiter. Nee, 3. Also war richtig. Es wird detaillierter. Oh, shit. Okay, weiter geht's. Also, Sicherheitskamera. 2, 3. 3 Sicherheitskameras. 3 Wandpaneele. Exit 8, no smoking. Und wir haben 6 Plakate an der Wand. Er sieht normal aus. So, wir haben 2 von den Lüftungsschächten. Wir haben 3 Türen. Augen bewegen sich nicht. Chat nur ganz kurz an die, die es von euch kennen. Ist es auch etwas, was mit Sound zu tun hat? Also muss ich das Spiel so laut machen, dass ich das gut hören kann? Gibt es auch manchmal Sound-Anomalien, die ich erkennen muss? Ich sollte auch hören. Okay, dann mache ich das Spiel auch mal für euch lauter. Shit. Das war falsch. Okay, also nochmal. Wir haben eine Kamera, 3 Deckenpaneele, 3 Kameras. No smoking und er sieht normal aus.
So, wir haben 6 Plakate. Wir haben 3 Türen, 2 Lüftungsschächte. Gruseliger Sound, gruseliger Sound, gruseliger Sound! Run, 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 boy! Okay, aber war richtig. Gut, dass ich es gerade lauter gemacht habe. So, weiter geht's. Die Lampe ist schief. Die Lampe ist schief. Wir können direkt zurückgehen. Die Lampe ist schief. Wir gehen direkt zurück. Das ist mir aufgefallen. Weiter geht's, weiter geht's. Das da war vorher nicht auf dem Boden, ne? Dieses Muster. Das war safe nicht so auf dem Boden, ne? Nee, das wäre mir aufgefallen. Oh yeah. Jetzt läuft's. Leute, jetzt habe ich es langsam raus hier, den Dreh. Weiter geht's. So, Sicherheitskamera. 3 Sicherheitskameras. Also 3 Wandpaneele und 3 Kameras. No smoking. Wir haben Exit 8. Er sieht wieder normal aus. So, es sind 6 Plakate. Oh, eine Tür fehlt, eine Tür fehlt. Das sind nur 2 Türen. Ja, 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 es fehlt eine Tür. Es fehlt eine Tür. Hast du auch gesehen, ne? Let's go. Tür hat gefehlt. Okay, 3 Kameras, 3 Deckenpaneele. No smoking. Exit 8 und wir haben 6 Plakate an der Wand. Okay, also 8-8, das merken wir uns jetzt immer. Am besten würde ich sagen einfach, das kann man sich merken. Exit 8. 2 Lüftungsschächte, 3 Türen. Keine bewegenden Augen. Concurs. Für mich sieht alles normal aus. Let's go. 5, Leute, 5. Weiter geht's. Okay, Kamera. 3 Kameras, 3 Wandpaneele. Exit 8. Okay, no smoking. So, he looks normal. Tasche, Handy, blaues Hemd. Sieht alles normal aus. Die Plakate sind viel größer. Die waren vorher nicht so groß. Nee, 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 nee. Die sind viel größer. We going back. Let's go, Chell, let's go. 6. Auf geht's, auf geht's. So, 3 Kameras, 3 Deckenpaneele. No smoking. Exit 8. 6 Plakate. Er sieht normal aus, würde ich sagen. Ich würde sagen, alles normal. Irgendwie wirkte der klein oder kam das nur so, kam das gerade nur so vor, Chat? Der wirkte irgendwie so winzig. Ich bin mir unsicher. So, 8-8. Exit 8. 2 Lüftungsschächte. Fandet ihr, der sah kleiner aus, Chat? Weil das wäre eine Anomalie ja dann. Scheiße, jetzt bin ich unsicher, Chat. Also sagt ihr nicht, dass er kleiner aussah. Okay, 2 Lüftungsschächte. Wir haben 3 Türen. Da leuchtet das Licht. 2 Sticker, die sind unterschiedlich. Bewegen sich die Augen. Augen bewegen sich nicht. Concurs. Wenn es jetzt falsch war, Chat, dann war er kleiner. Ich vertraue euch jetzt, Chat, wenn ihr sagt, nee. Dann gehen wir weiter. Man wird vollkommen paranoid, aber komplett. Let's go, Chat, 7. Ihr hattet recht, er war nicht kleiner. 2-mal müssen wir es noch schaffen, dann sind wir draußen. Okay, 2, 3 Kameras. 3 Paneele an der Decke. No smoking. Exit 8. 6 Plakate an der Wand. Er sieht normal aus. 2 Lüftungsschächte. 3 Türen. Das Licht leuchtet. 2 Sticker, unterschiedliche Höhe. 3 Zeichen. Augen bewegen sich nicht. Ich sehe schon wieder nichts, was nicht passen sollte, Chat. Es sieht für mich alles normal aus. Okay, Chat. Ist die letzte. Wenn wir das jetzt schaffen, dann haben wir den Ausgang. Okay, Kamera. Ah, oh mein Gott! Warum stand da zwei Typen? Oh mein Gott. Ja, wieder 8. Warum standen da 2? Einfach random black. Oh mein Gott. Aber wieder 8. Scheiße, wir haben doch die Anomalie erkannt, Mann. Oh, das sollte mich wirklich einfach erschrecken, ne? Okay, weiter. Nochmal 8. Nochmal, letzte Ebene. Also, Kamera. 2, 3 Kameras. 3 Panels an der Decke. Wir haben No Smoking, Exit 8, 6 Plakate an der Wand. Er sieht normal aus. So, 8-8. Ich höre manchmal so ein Knacken im Hintergrund und bin mir unsicher, wo dieser Sound herkommt. So, 2 Lüftungsschächte und 3 Türen. Boah, ich habe so Angst, mich zu erschrecken. Lampe leuchtet, 2 Sticker, unterschiedliche Höhe, Augen bewegen sich nicht. Concurs. Ich sehe nichts, was anders sein soll. Es sieht für mich alles normal aus. Wenn ich es jetzt verkacke, muss ich, glaube ich, von 0 anfangen, ne? Ich mach's, Chat. Ich sehe nichts. Okay, Chat. Entweder wir gehen um die Ecke und da ist der Ausgang. Oder wir gehen um die Ecke und da steht gleich 0. Bitte. Bitte, 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 bitte. Let's go, Chat! We got it! Woohoo! We got it, Chat!
Oh mein Gott. Ey, das ist aber... Also man wird wirklich maximal paranoid, ne? Das ist ja schlimm. Das ist ja richtig schlimm. Also ich gehe mal davon aus, dass das immer random zusammengewürfelt wird. Deswegen glaube ich, man kann das halt jetzt auf ganz entspannt einfach mehrfach spielen und sieht wahrscheinlich immer was Neues, ne? Warum kommt er jetzt hier schon? Okay. Aber er sah normal aus. Oder? Ist das eine Anomalie? Nee, ne? Er sah normal aus, würde ich sagen. Ist das jetzt eine Anomalie, wenn er so früh kam? Kann ich überhaupt zurücklaufen? Thank you for using the underground passway. There are 23 of anomalies that have not been found. Kann ich jetzt hier weiterspielen? Okay. 3 Sicherheitskameras, 3 Deckenpaneele. No smoking, exit 8 und 6 Wandplakate. Er sieht normal aus, yay. Okay, so 8 bis 8 open. Wir haben 2 Lüftungsschächte. Wir haben 3 Türen. Das sieht normal aus. Nicht leuchtet, 2 Sticker, das ist alles normal. Conkers. Looks normal for me. Wir gehen weiter. Die allererste Runde ist immer 0-0, weil die dazu ist, sich das einzubringen und alles anzugucken, wie es normal ist. Perfekt, dass ich durchgerannt bin. Das war natürlich richtig klug dann, ne? Okay, mal gucken, ob das richtig war. War richtig. Auf geht's. So, Sicherheitskamera. 2, 3 Kameras, 3 Deckenpaneele. No smoking. Exit 8. Wir haben 6 Plakate an der Wand. Und er sieht für mich auch normal aus. Okay, das war also erstmal alles normal. So, 8-8. 2 Lüftungsschächte, 3 Türen. Hier bewegen sich keine Augen. Licht leuchtet. Sieht für mich auch alles gut aus. Also ich sehe schon wieder nichts, was anders sein soll. Ich gehe weiter. So, Kamera. I think dies ist eine Anomalie. We're going back. Nummer 3. Okay, das war easy. Die war einfach. So, eine Kamera. 2. und 3. Kamera. Wir haben 3 Paneele an der Decke. Wir haben No Smoking, Exit 8 und 6 Plakate an der Wand. So, hier sieht alles gut aus. 2 Lüftungsschächte, 3 Türen. 8-8. Oh, ich habe Angst, ne? Augen bewegen sich nicht. Lampe leuchtet, das ist alles normal. Es sieht für mich schon wieder alles normal aus. Aber irgendwie kann ich nicht glauben, dass alles normal aussieht. Es muss doch jetzt mal wieder eine Anomalie kommen, oder? Aber ich sehe nichts. Was habe ich übersehen, Chat? Was? 5 Symbole auf Tür statt 4? Nein, erzähl nicht. Das wäre ja super frech. Das zweite Schild? Oh nee, was war da auf dem zweiten Schild? Shit, also man muss sich die Plakate doch detaillierter anschauen. Scheiße. Die Lampe leuchtet, war kürzer. Geil, dass ihr euch auch wieder so einig seid, was die Anomalie war. Perfekt. Egal, eine Kamera. 2, 3 Kameras und 3 Deckenpaneele. Wir haben No Smoking Exit 8. Wir haben 6 Plakate an der Wand. Er sieht... normal aus. 8-8. Das hier war verzerrt, das Gesicht. Shit. Ah! Ah! Run, Boy, run! Lauf, Forrest, lauf! Okay, weiter geht's, Chat. 2, 3 Kameras und wir haben 3 Paneele an der Decke. No smoking, Exit 8 und 6 Plakate. Er sieht mal wieder normal aus, wie ich finde. Alles gut. 8-8. 2 Lüftungsschächte, 3 Türen. Bewegen sich keine Augen. Lampe leuchtet, sieht normal aus. Conkers, sieht für mich normal aus, würde ich jetzt einfach mal sagen. War ich gerade bei 1? Ich habe schon wieder vergessen, wo war ich denn gerade? Bei welcher Zahl war ich gerade, stimmt es? Okay, perfekt, dann war das richtig. So, eine Kamera. Ah, da ist schon wieder hinten dieses Ding. Da ist schon wieder dieses gruselige Ding. Oh Mann, oh. Ich will irgendwie schon wieder hingehen, Leute. Es zieht mich schon wieder in seinen Bann. Ich will irgendwie schon wieder hingehen, aber ich will nicht wieder sterben. Das ist so gruselig, dieses Ding. Sollen wir nochmal hingehen, Chat? Einmal hin für Content? Okay. Oh nein. Ich habe Angst, Leute. Das Ding ist so gruselig. Boah, das sieht so gruselig aus, ne? Ich weiß, was passiert, Chat. Und trotzdem werde ich mich gleich so erschrecken. Ich muss kurz meine Sachen zur Seite schieben, dass ich kein Glas umschmeiße. Oh nein. Ich glaube, jetzt jeden Schritt könnte es passieren. Ey, das ist so gemein. Holy shit, das ist so gemein, Alter. Ich dachte, was ist das denn jetzt wieder für eine Variante? Okay. Oh Mann. Leute. Hör auf!
der ist so gruselig, ne? Der ist so gruselig, ne? So, er sieht normal aus. Oh, Hilfe. Okay, Sicherheitskamera. 2, 3 Sicherheitskameras. 3 Panels an der Decke. Oh, das ist so schlimm, ne? Das ist so schlimm. Obwohl ich wusste, was passiert. So, no smoking. Exit 8. 6 Paneele, 6 Plakate an der Wand. 8. Wir haben 2 von den Lüftungsschächten. Wir haben 3 Türen. Augen bewegen sich nicht. Concurs. Hier ist auch alles normal. Ich würde sagen, looks good, oder? Looks good für mich, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Komm schon, gönn. 4. Auf geht's, Chat. Auf geht's, auf geht's. Sicherheitskamera. 2, 3 Sicherheitskameras. 3 Panel an der Decke. So, wir haben no smoking. Exit 8. 6 Plakate. So, er sieht normal aus. All good, I think. 8. Sieht alles gut aus. 2 Lüftungsschächte. 3 Türen. Augen bewegen sich nicht. Sieht auch alles normal aus. Concurs. Es sieht schon wieder alles für mich normal aus. Okay, ich gehe weiter. Ich habe jetzt nichts gesehen. Was müsste jetzt? Ich glaube, die 5 müsste jetzt kommen, oder? Let's go, let's go, let's go. 5. Okay, Kamera. 2, 3 Kameras. 3 Paneele an der Decke. No smoking. Exit 8. 6 Plakate an der Wand. Er sieht für mich wieder komplett normal aus. 8. Oh, da ist es. Yo, das war vorhin auch schon mal, ne? Dass das Gesicht hier so verkrakelt ist. Okay, das ist die Anomalie. Wir gehen zurück. We going back. 6. Let's go, Chat. Let's go, let's go, let's go. Kamera. Ja, okay, die Anomalie ist klar. Er ist viel zu schnell. Er ist viel zu schnell. Wir gehen direkt zurück. Okay, 7. Auf geht's, Chat. Auf geht's. 2 noch. So, 3 Kameras, 3 Deckenpaneele. No smoking, Exit 8. 6 Plakate an der Wand. Er sieht normal aus. So, 8. Normales Gesicht. 2 Lüftungsschächte, 3 Türen. Augen bewegen sich nicht. Licht, das sieht auch alles normal aus. Concurs. Ich sehe nichts schon wieder. Es ist für mich, sieht schon wieder alles fein aus. Ich gehe weiter. Let's go, Chat. Einmal noch. Ein letztes Mal. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. So, Kamera. 2, 3 Kameras. 3 Deckenpaneele. Exit 8. No smoking. 6 Plakate an der Wand. Er sieht normal aus. So, 8. Normales Gesicht. Sieht alles gut aus. 2 Lüftungsschächte. 3 Türen. Keine bewegenden Augen. Ich sehe schon wieder nichts. Sieht gut aus für mich, Chat. Oh, ich habe Angst zu verkacken jetzt. Aber ich sehe nichts. Ist alles gut. Ja, also ich sehe nichts, Chat. Ich gehe. Komm schon, gönn den Ausgang. Gönn. Let's go! We got it, Chat. Woo! Sehr, 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 sehr gut. Ey, das ist so cool gemacht, das Spiel, ne? Das ist wirklich so cool gemacht. Ich bin echt, ich find's richtig cool. Was ein unglaublich cooles Spielkonzept, oder? Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber mir hat dieses Spiel unfassbar viel Spaß gemacht. Es ist natürlich ein absolutes, kurzes Minispiel, ne? Also ich glaube, ich habe das jetzt... Ah, lass es so 2 Stunden gewesen sein ungefähr, wo ich natürlich mehrere Durchläufe gemacht habe und ganz oft durch bin, bis ich auch alle Anomalien einmal gesehen habe, um zu entdecken, was es halt alles so gibt in diesem Spiel. Ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass neue Areas dazukommen mit neuen Anomalien etc., weil das Konzept hat, also das ist wirklich, ich finde es großartig. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe sehr, das Video hat dir auch gefallen. Deswegen gib gerne einen Daumen nach oben. Wenn es so war, schreib mir deine Gedanken in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten YouTube-Video wieder.